Ja, schon. Es ist interessant, wie das Leben so spielt und was alles so drin vorkommt. Durch meinen Freund habe ich dich kennengelernt, der dich erst vor 4 Tagen kennenlernte, brachte mir dann seine Aufzeichnungen von dir, 3 Notizzettel und auf dem letzten der 3 Notizzettel war das Wichtigste, die Frau ohne Show. Die habe ich damals gesehen, als sie rauskam nach meinem Schlaganfall. Ich hatte einen Schlaganfall gehabt, deswegen auch meine Sprachschwierigkeit ein bisschen. Und dann war ich 4 Tage alleine zu Hause, bevor man mich gefunden hat, bevor der Notarzt kam. Und einmal in diesen 4 Tagen war eine Situation, aus der ich aus meinem Körper herauskam und mich von oben sehen konnte. Da waren Dächer von Häusern kein Hindernis. Ich habe mich von oben gesehen. Es war Licht, was ich sehen konnte, und ich wurde in eine Pyramide geführt. Und es wurden mir Schriften gezeigt, die abgelaufen sind, wie in einem Film am Fernsehen, eine Schrift gezeigt, mit Hieroglyphen, die ich nicht verstanden habe. Und dann bin ich wieder bewusstlos geworden. Dann, nachdem ich gefunden war und im Krankenhaus gewesen bin, ist diese Situation nochmals aufgetreten. Wieder war ich außerhalb meines Körpers, konnte also bestätigt finden, dass es die unsichtbare Welt gibt. Das ist also ein Fakt. Und habe auch Dinge gefunden, die ich gelesen habe, schon in Büchern beschrieben, die andere Menschen, die solche Erfahrungen auch schon gemacht haben, die das gesehen haben und auch so berichtet haben. Da wusste ich, dass es also nicht nur ein Hirngespinst ist, sondern eine Tatsache, die man nicht wegtun sollte. Und jetzt war es jetzt so, vor ein paar Tagen, um darauf zurückzukommen, habe dann damals gegoogelt, als ich wieder konnte, habe dann als einer der ersten Filme die Pharaonenshow von dir damals gesehen, und mein Interesse wurde geweckt noch mehr. Ich habe seitdem sehr viele Filme und Bücher darüber gelesen. In der Zeit, wo ich arbeitslos war und krank war, konnte ich natürlich viel lesen. Habe ich 2 Jahre lang fast die Nächte durchgemacht. So interessant war das ganze Thema. Und deswegen muss ich mich bei dir bedanken, dass ich den Anstoß bekommen habe und auch viele Informationen, die meine Suche erleichtert haben. Und immer noch bin ich noch nicht ganz am Ende des Wissens, das ich haben will. Und da kam eine neue Fügung. Jetzt nach 10 Jahre später, vor 4 Tagen, hat mein Freund dich kennengelernt, gibt mir einen Zettel. Was steht auf der 4. Seite? Frau ohne Show. Ich denke, ich mich drin fährt. Er sagt, er kennt dich. Und sage, nein, woher? Und dann hat er es gesagt, wie es ging. Und sage, nein, den muss ich sehen. Und so kommt es, dass wir uns dann jetzt heute getroffen haben. Und wie war das mit dem Arzt, was du alles gehört hast? Ich habe gehört, wie der Arzt, als er das Krankenhaus angerufen hat, Du warst im Koma, ne? ich war im Koma, und er hat das Krankenhaus angerufen, um mich anzumelden. Und hat das Krankenhaus Also das ist der Freund, der Türke. ja, dann sagt die Dame am Telefon, den brauchen Sie uns gar nicht bringen. Dem ist alles verloren, 4 Tage ohne ärztliche Versorgung. Der Mann bringen Sie in ein Krankenhaus, da wird er betreut, das reicht. Der Ja, Arzt die haben sagt, dich schon ein Papier, ein Zettel zwischen den Zähnen gemacht, oder? ja. Und der Arzt meinte, ihr habt die Geräte. Der muss an die Geräte ran, ihr könnt ihm helfen. Dann sagt die Frau, wir können nicht helfen, wir haben keinen Platz. Der Arzt sagt, ich weiß, ihr habt 190 Betten frei.
Für Notfälle. Und dann sagt die Frau am Telefon, ja, die sind für Notfälle. Aber nicht für das. Dann war das Gespräch beendet. Der Arzt sagt zu den Fahrern von dem Notarztfahrzeug, wir müssen einen Trick machen. Ihr bringt den Mann ins Krankenhaus, in das Kleine, und sagt am Empfang gleich, was passiert ist. Dann müssen die ihn anmelden und dann kommt er in das Krankenhaus, wo er hin muss normalerweise. Und sowas passiert, das habe ich voll mitbekommen. Hast du das bestätigt bekommen? Hast du darüber geredet? Ja, mit dem Arzt. Und er hat es bestätigt? Ja, das ist bestätigt. Oh, Mann, ey. Der war ganz außer sich. Ja. Oh, wow. Und das war von, also, schockierend, ja. Dein Zeugnis ist ein Geschenk für mich, schön. Mhm. Das freut mich. Ja. Also, ich habe dann also gesehen in der Pyramide, wo ich drin war, den ganzen Text, dass er eine Bedeutung hat. Ja, jetzt wird sich auch den Kreis schließen. Mhm. Und ich gebe dir den letzten Film, also das Schweizer Biest, Basislager des Teufels, was eigentlich schon runtergenommen ist, aber es ist noch, andere haben es noch mal kopiert. Und das wird dann der Rest erklären über die Pyramiden. Das sind unsere Meister und so weiter. Ich denke, damit wird das Kreis sich schließen. Ja. Das freut mich ganz besonders. Ja. Dass meine 10-jährige Suche beendet. So unglaubliche Begegnung, ja. Auch für mich. Ja. Ja. Und, man sieht, nichts auf der Welt ist Zufall. Ja. Alles ist Fügung. Und dann habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Haben wir schon mal besprochen? Ich glaube, das kannst du gut gebrauchen. Super. Eine aufladbare Lampe. Genau. Für Outdoor-Aktivitäten. Ich danke dich, mein Freund. Es hat mich sehr gefreut. Mich also, auch. Das ist ein Freund da. Wir haben herrlich gegessen, alles nette Leute. Tschüss. Tschüss. Also ein schönes Gerät hat mir der Sigi gegeben, na, zum Aufladen der Batterie mit Sonne oder so, mit USB. Es gibt noch einen Kompass da drin. Wahnsinn. Echt schön. Schwer. Und weil man da mit dem Maglite, haben immer die Bullen in Amerika, die haben immer so, die haben das immer als Waffe gebraucht. Ne? Dann haben sie hier sogar eine Pickel da dran gemacht. Da. Fenster von einem Auto einzuschlagen. Hier ein Drahtscherer. Einfach ziehen da dran. Ne? Ich nenne es den Pharaonenhammer hier. Ne? Verstehe ich schon wohl. Vielleicht irgendwann. Also danke für den Pharaonenhammer, Sigi. Danke, mein Freund. Super Begegnung. Unglaublich. Dass wir uns schon Jahren kannten über YouTube und Pharaonenshow und jetzt in Frankreich begegnet durch unsere türkischen Freunde. Wahnsinn.